Bist du dir bewusst, dass du deine große Karriere nur machen konntest, wenn du mir deine Tore auflegen durftest, die du nicht schießen hättest können? Gefühlsmäßig würde ich sagen, das gilt nicht nur für mich, sondern für viele meiner Kollegen. Hätten sie nicht mit dir gespielt und hätten sie nicht diese Wege an Laufarbeit machen müssen, würden sie möglicherweise heute ja, das wird überschätzt, keine Frage. Von dir. Aber ist schon der Weg zum Wasser klar war, Wahnsinn. Ein Schluck mit der Lippen ist das gar nicht so leicht. Ja, du Beta-Kranz, jetzt gleich wieder. Ja, ist immer lustig, wenn eine gute Stimmung ist. Das war aber überall, ich war später bei in Bremen. Aber wir haben ja angefangen mit der Vienna miteinander. Wann ist dir eigentlich bewusst worden, dass ich das noch größere Talent bin? Schauen Sie, es wird mich groß. Haben diese Stegen, was war eine vom besten Fußballer, was hat ihr gespielt? Für Mannschaft, was diese Baric Otto konnte trainieren, wenn Spielen ist, wo ich bin Trainer. Spielen, was ist Mannschaft in diesem Platz, was wissen ist, was machen ist. Folgende Frage, ich diese habe. Otto Baric war sicherlich beste Trainer. Was hast du je gehabt in deinem Leben? Wer war zweitbeste Trainer? Von wem konntest du maximal lernen? Was macht er? Otto Baric war für uns alle wirklich sehr beeindruckend. Ist das nicht überraschend? War 30 Jahre in Österreich. Schauen Sie, noch immer ich ente. Und wirklich so geht wie du. Das ist der eigentliche Wahnsinn. Schauen Sie. Wenn ich nicht wäre, Baric, ich wäre geschmeichelt.